Meine lieben Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind zurück bei Geralt. Der nächste Morgen ist da. Er hat sich ein bisschen ausgeruht nach dieser überaus anstrengenden Nacht, die wir hier in den Elfenruinen verbracht haben mit einigen harten Kämpfen. So, bevor wir gleich überlegen, wie es jetzt weitergehen soll, will ich doch noch auf eine Sache eingehen, die wir dort gesehen und gehört haben. Nämlich, als wir zum Schluss noch mit Kira bei diesem Elfengrab waren, da war die Rede davon, dass das, naja, kein Grab, aber irgendwie so eine Art Gedächtnisstätte für Lara Donnan sein könnte. Eine besonders wichtige alte Elfin. Also alt war sie nicht, also sie ist nicht alt geworden, aber sie ist schon lange tot. Das wollte ich damit sagen. Und das ist eine überaus interessante Geschichte, da klingelt es ein bisschen bei mir. Ich konnte das aber nicht mehr präzise nachvollziehen, deswegen habe ich in dem Moment nichts gesagt, habe aber noch mal ein bisschen nachgeblättert, wie das mit der gewesen ist. Denn das Ganze hängt sehr eng zusammen mit der Geschichte um Ciri und dem älteren Blut. Und bevor ich darüber kurz was sage, will ich mal in dieses Buch gucken, was wir auch bekommen haben. Das finde ich, glaube ich, ein bisschen zu schade, das jetzt in eine Lesefolge zu packen, denn das scheint mir doch zu zentral zu sein. Das ältere Blut. Was genau ist das ältere Blut? Einige behaupten, es sei ein mächtiger Fluch, der von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Diejenigen, in deren Adern das Hen Iker fließt, sollen der Sage nach Tod und Zerstörung in sich tragen und Hass und Verachtung in den Herzen der Menschen sehen. Laut einer Prophezeiung der Itlinne wird aus diesem verunreinigten Blut ein Rächer geboren, ein Vernichter der Völker und Welten. Andere wiederum behaupten, das ältere Blut sei ein extrem seltenes, ererbtes Talent, das die Kontrolle über Zeit und Raum in einem Maße erlaubt, das selbst für elfische Wissende unerreichbar ist. Doch leider konnten nur die wenigsten, die dieses Geschenk in sich trugen, die vollständige Kontrolle darüber erlangen. Die unvollständige Beherrschung führt unausweichlich zu plötzlichen Ausbrüchen der Kraft in Form von unvorhersehbaren, unkontrollierbaren und deshalb sehr gefährlichen Explosionen. Hinter den dunklen Sagen über den Fluch des älteren Blutes liegt die Wahrheit dieser tragischen Fälle verborgen. Aus offensichtlichen Gründen waren die Träger des älteren Blutes sowohl für die Mächtigen als auch für die Magier schon immer von großem Interesse. Erstere zählten auf die Wahrheit der Prophezeiung der Itlinne, auf einen Rächer, der geboren wird, um die Welten zu zerstören und den sie für ihre Zwecke nutzen konnten. Und letztere hofften, die Magie des Hen Iker nutzen zu können, um ihr Wissen und ihre Macht zu vergrößern. Am Ende waren alle Pläne vergebens. Die Linie des älteren Blutes war mit dem Verschwinden der Erben der Krone Nilfgaards Cirilla, Fiona, Ellen, Rhiannon unterbrochen. Gut, aber dass das überhaupt diese Linie in Cirilla weiterlebt, das war lange auch überhaupt nicht bekannt und das ist der zentrale Bestandteil nach dieser Geschichte. Kurz nochmal zu dem älteren Blut. Hier wird darüber gesagt, dass es die Macht hat, nach der Prophezeiung die Welten zu zerstören. Wenn ich Itlinnes Prophezeiung, und die spielt ja schon in The Witcher 1 eine Rolle und spielt natürlich auch in den Witcher-Romanen eine Rolle, wenn ich die richtig in Erinnerung habe, geht es nicht nur darum, dass diese zerstört wird durch das ältere Blut, sondern im Gegenteil, einer aus dem älteren Blut wird die neue Welt, die dann entsteht, gestalten. Also das ist gewissermaßen die Schöpferin der neuen Welt, die kommt nach der Zeit der Schwerter und des Eises und was weiß ich, was in der Prophezeiung gesagt wird. Insofern geht eigentlich die Bedeutung des älteren Blutes darüber hinaus und deswegen wollen auch alle dieses ältere Blut haben und kontrollieren, weil sie dann die Kontrolleure oder die Macht sind, die diese neue Welt gestalten kann. Also quasi der neue Weltenlenker. Ich glaube, diese Dimension muss man auch kennen, um das zu verstehen. So, und was hat es jetzt mit diesem älteren Blut auf sich mit Lara Donnan? Lara Donnan ist tatsächlich die erste, von der wir wissen, dass sie dieses ältere Blut in sich trägt. Und das ist nicht nur irgendein älteres Blut oder Gen, sondern das ist Ergebnis einer systematischen genetischen Züchtung der Elfen. Zu einem bestimmten Zweck, den ich jetzt einfach mal noch nicht sagen möchte, weil ich weiß nicht, wie das Spiel das Ganze inszeniert. Die
Leute, die die Romane gelesen haben, die wissen das schon ungefähr, wobei es sehr kompliziert erzählt ist auch in den Romanen. Wie auch immer. Also Lara Donn, die ist also quasi eine elfisch-genetische Superfrau gewesen, in der sich dieses ältere Blut kumuliert hat. Und die sollte als Macht verwendet werden, zu einem bestimmten Zweck, oder vielleicht auch einfach mit ihr immer weiter gezüchtet werden, immer besseres Blut daraus gezüchtet werden. Aber die hat sich halt verliebt in einen Menschenmagier, einen Mächtigen, nach der Sphärenkonjunktion, und damit ist dieser ganze Plan in gewisser Weise gescheitert. Die hat ein Kind bekommen, Rhiannon, glaube ich, wurde das dann später genannt, und daraus ist dann diese Linie geworden, die also halbelfisch ist erstmal und über die Menschen weitergetragen wurde. Und das Besondere ist, dass dieses ältere Blut, diese Macht durch die genetischen Bedingungen des Menschen noch mutiert wird und noch mächtiger geworden ist, als es schon bei den Elfen gewesen ist. Also das heißt, der Plan der Elfen, quasi eine eigene genetische Supermacht zu erzeugen, ist völlig gescheitert. Im Gegenteil, sie haben dadurch in gewisser Weise die Menschen noch stärker gemacht. So. Und das wisst ihr sicher, dass Ciri sozusagen, das ist auch viel zu kompliziert, das hier zu erklären, jetzt Teil dieser Linie ist. Das ist wirklich sehr, sehr interessant in den Romanen, weil da kommt so ein bisschen Genealogie mit rein oder ja, Genwissenschaft. Also da ist eine Theorie, dass es halt ein Aktivator-Gen gibt, den kann man erkennen, aber das allein hilft nicht, um das volle ältere Blut zu entwickeln, sondern es gibt auch noch ein unterdrücktes Gen, das ist nicht zu erkennen. Und ja, wenn das irgendwie blutlinienmäßig zusammenkommt, dann entfaltet sich das erst wieder. Und das war bei Ciri und ihren Eltern dann wieder der Fall. Okay, gut. Und jetzt, um das abzuschließen, Lara Donnen. Also Geralt hat ja ausdrücklich gesagt, das kann nicht das Grab von Lara Donnen gewesen sein. Und dieser Halbelf-Magier, der muss damit was zu tun haben. Und da hatte Kira gemeint, der könnte vielleicht mit Ciri verwandt sein. Das heißt, der könnte auch Teil dieser älteren Blutlinie sein. Da gibt es offenbar ja noch mehrere. Wir haben auch in The Witcher 1 ja vermutlich dieser junge Alvin, der war möglicherweise ja auch vom älteren Blut. Insofern, ja, mal sehen. Also das ist natürlich jetzt super bedeutsam, wenn da noch jemand da auftauchen sollte. Aber auf jeden Fall ist dann erklärbar, warum das Interesse von diesem Halbelfen an Ciri da ist. Und noch eine letzte Sache. In den Romanen trifft Geralt tatsächlich auch auf einen Elfenmagier in einer Höhle. Insofern ist das sehr stark inspiriert. Da muss er für die Druiden so eine Prüfung bestehen und trifft dort in so einer Höhle auf einen Elfenmagier. Und der ist gerade dabei, was ziemlich cool ist, auch so eine Illusionswand zu bemalen mit irgendwelchen Urzeitmenschen, die irgendwie einen Bär jagen oder einen Bison oder sowas. Und zwar, nämlich hinter dieser Wand, da befinden sich die eigentlichen Elfenruinen, und zwar auch so ein Erinnerungsschrein oder vielleicht das Grab von Lara Donn. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Also quasi eine ähnliche Geschichte, die da auch schon mal vorkommt. Und er malt dort diese Menschenzeichnung rauf, damit die Menschen Respekt vor dieser Felswand haben, um sie nicht zu zerstören, um die Elfenruinen nicht zu finden. Das ist auch noch eine sehr hübsche Nebengeschichte. Okay, gut, ich glaube, das ist genug Lore. Jetzt zum eigentlichen Thema, nämlich, wie machen wir weiter? Gucken wir uns kurz mal... Ups, ich wollte auf Q drücken. Aber Q ist nicht das, was sonst Q ist. J ist das, was sonst Q ist, nämlich das Questlog. Entschuldigt. Passt auf, wir haben natürlich die Hauptquest, da ist jetzt noch eine dazugekommen, nämlich die Herren des Waldes. Das wäre alles leveltechnisch in der Nähe, aber ich würde mich, glaube ich, gerne um Nebenquests kümmern. Wir haben die Jägerin namens Njellin, Level 7, okay. Wir haben dann diese Geschichte mit den Hexeraufträgen, Monster im Wald. Das hilft uns aber ja auch nur, den Passierschein zu bekommen. Hanna aus den Wäldern scheint mir noch ein bisschen stark zu sein. Insofern würde ich denken, wir machen jetzt einfach an dieser Stelle genau weiter und nehmen die Einladung von Kira Metz an. Machen das als nächstes. Bleiben noch hier ein bisschen in der Gegend. So, und das will ich ein bisschen verbinden mit eine leichte Erkundung. Und zwar, ich habe ein bisschen Angst, jetzt hier weiter südlich zu reiten und die Orte hier zu erkunden, weil wir möglicherweise über bestimmte Quests, Geschichten dort noch hingeführt werden. Dem will ich nicht zuvorkommen. Was ich aber machen will, wir werden jetzt als erstes hier zurückreiten zu diesen
zu den Ruinen zum Eingang, wo wir ursprünglich mit Kira reingegangen sind, weil in den Ruinen gab es noch Bereiche, die wir nicht erkundet haben. Das will ich jetzt einfach noch mal mit erledigen. Und dann reiten wir hier nördlich, werden hier mal anhalten und werden dann aber relativ strikt hier nördlich reiten. Diesen Weg allerdings, den kennen wir noch nicht. Den werden wir mit untersuchen, in Mittelhain ein bisschen verkaufen und dann zu Kira gehen und gucken, was aus diesem Besuch wird. So, ich muss jetzt dann nochmal eine Sache machen, nämlich ich muss diese Markierung leider wegnehmen. Warum? Weil der Plan, den ich hier gefasst habe, mit den Markierungen zu signalisieren, wo ich schon gewesen bin, funktioniert nicht, weil das leider limitiert ist auf 10 Markierungen. Das ist ziemlich blöde, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, warum das so ist, geht aber nicht anders. Insofern habe ich jetzt eine externe Lösung gefunden, wo ich das für mich dokumentiere, wo ich gewesen bin. Könnt ihr leider jetzt nicht so richtig mitverfolgen. Gut, ich will aber dennoch hier jetzt einfach mal die Markierung machen für mich. Ich werde mir das hier auch noch angucken auf dem Rückweg. Dann werden wir hier hochgehen. Ja, und dann ist klar, ne? Dann in Richtung Mittelhain. Das ist jetzt erstmal soweit der Plan hier. Diese Kreuzung gucken wir uns dann auch noch an. Okay, alles klar. So, jetzt noch das letzte Thema. Plötze. Ich habe ja gesagt, dass ich Plötze eigentlich nicht irgendwie teleportieren möchte. Aber die sind ja hierher gereist. Und das hat mehrere Stunden gedauert. Also haben sie kein Portal genommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu Fuß gegangen sind. Die werden geritten sein. Insofern wird sich Plötze logischerweise hier am Eingang befinden. Das heißt, dorthin gehen wir zu Fuß und ab dann ist Plötze in meiner Weltsicht wieder da. Okay, soweit dazu. Also, gehen wir hoch, gehen wir nach Westen. Mal gucken, was wir auf dem Wege dorthin finden werden. Vielleicht blicken wir nochmal über diesen schönen See. Schaut mal, da ist sogar so eine Ruine mitten auf so einer Mini-Insel. Als ob es mal eine riesige Brücke dort drüber gegeben hätte. Ein Turm, den wir dort sehen. Und da hinten ein riesiger Baum dort auf einem Berg, auf einem Hügel. Okay, beeindruckend. Okay, wir müssen uns westwärts halten. Also diese Richtung. Schöne Gegend hier. Ich versuche mal ein bisschen zu lauschen, zu hören. Orte der Macht. Sind ja immer ganz interessant. Ja, schaut mal. Ah, jetzt komme ich jetzt hier zu diesem Gebäude. Da sehe ich Level 13 gerade vor mir. Ich würde mal sagen, da halten wir uns noch ein bisschen fern. Das ist nämlich der Grund, warum ich ein bisschen vorsichtig bin mit dem Erkunden. Bisher hat uns das Spiel immer... Zeig mir, was du zu bieten hast. Ach du Schreck. Eine Erscheinung Level 13, okay. Habe ich ehrlich gesagt jetzt keinen Bock drauf. Bisher hat uns das Spiel jetzt immer deutlich gemacht, lass das sein mit dem Erkunden. Folge bitte den Aufgaben. Ja, deswegen. Ach du Schreck. Bin Greif? Ernsthaft? Okay, mit Greifen haben wir schon gekämpft. Die Frage ist, was ist das für... Also... Können wir es mit dem aufnehmen? Ich kann jetzt nicht mehr speichern. Okay, das heißt, wir müssen vermutlich auf die Armbrust gehen, um ihn da runterzuholen. Holla. Damit hätte ich jetzt nur absolut nicht gerechnet. Kann ich ihn irgendwie von hier erreichen? Unwahrscheinlich, ne? Aber wenn ich zu seinem Nest gehe... Bin ich jetzt hier auf diesem Höhenweg, den ich auf der Karte gesehen habe? Ich gucke mal ganz kurz rauf. Wo ist dann? Ja, tatsächlich. Okay, da vorne rechts geht es dann auch dahin, wo wir hinwollen. Und er hat sein Nest vermutlich da vorne links irgendwo. Mal gucken, ob er uns angreift. Ist hier noch irgendwas Auffälliges? Erst einmal nicht. Ich versuche ihn mal anzuschießen. Wahrscheinlich haben wir die Reichweite nicht mit dem Ding. Letzter Versuch.
Ansonsten lassen wir ihn einfach. Okay. Er ist runtergekommen. Oh mein Gott, er scheint viel zu stark zu sein für uns. Okay, alles klar. Er wurde uns als Totenkopf angezeigt. Okay, das war, glaube ich, eine sehr schlechte Idee. Das war eine super schlechte Idee. Ja. Ich sollte mal auf Schwalbe umsteigen, wenn ich überhaupt eine Chance... Ja gut, alles klar. Das hat gar nicht geklappt. Gut, also man sieht, abseits des Weges wird es dann schon sehr schnell sehr gefährlich. Was aber auch okay ist. Ja, es war einfach ein bisschen übermütig, ihn dort anzupieksen mit der Armbrust. Aber okay, wir können dann auf jeden Fall ein... Ja, wo starten wir? Ah, wir sind wieder unten. Mein Speichern hat nicht geklappt. Passt auf, wir sehen uns gleich oben an der Stelle, wo wir gestorben sind. Das müssen wir nicht doppelt laufen. So, ich bin jetzt hier wieder unterhalb des Höhenweges. Interessanterweise ist der Greif jetzt woanders, nämlich genau hier. Und versperrt mir eigentlich jetzt den weiteren Weg in Richtung der Höhle. Wir müssen mal kurz rüberluschern. Oh, okay, also jetzt... Obwohl, nee, warte mal. Wir gucken mal ganz kurz. Er ist... Aha. Habe ich mich vorhin falsch orientiert? Nee, vorhin war der doch da hinten, ne? Oder ich bin vorhin falsch gelaufen. Nee, wir sind definitiv hier vorbeigelaufen und der Greif war dort. Jetzt ist er dort, interessanterweise. Also... Verändert er auch sein Gebiet? Ich hatte hier jetzt eine Markierung gemacht. Aber die können wir, glaube ich, erstmal wieder wegnehmen. Und naja, also hier ist sein letzter Ort. Platzieren wir sie hier. Im Moment ist der Weg zur Höhle frei. Also nutzen wir die Gelegenheit und gehen dort nochmal hin. Oh Gott, es klingt so, als ob er kommt. Ich sollte mich beeilen. So, müsste eigentlich nicht hier rechts irgendwie jetzt einen Weg runterführen? War da nicht ein Weg hin? Da sind wir vorbeigegangen, okay. Habe ich in aller Eile überhaupt nicht erkannt. Na, es sieht auch so aus, als würde es gar keinen Weg geben. Ein großer Bär, der ebenfalls noch ziemlich mächtig ist. Ah, vielleicht ist die Idee... Ah, schaut mal, hier sind wir wieder. Vielleicht ist die Idee, hier nochmal reinzugehen, doch nicht die beste gewesen. Folgt uns der Bär? Sieht nicht so aus. Na komm, dann gucken wir mal hier nochmal rein. So, ich gehe mal davon aus... Ach, schaut mal, die Pilze sind nachgewachsen, aber ich gehe mal davon aus, ja. Das wäre ja auch ziemlich dämlich. Wenn... in den Truhen jetzt noch was wäre. Und was höre ich denn hier schon wieder? Ist jetzt der Greif hier über uns? Und den höre ich? Ja, tatsächlich, der fliegt jetzt hier drüber. Oh Gott, das ist schon ein bisschen unangenehm. Okay, also was ist jetzt hier der Plan? Wir sind damals hier rechts runtergegangen und rechts reingegangen. Das heißt, den Weg da geradeaus kennen wir noch nicht. Und hier drüben, da sind wir rausgekommen, aber hier drüben, da, den Weg dort rein, kennen wir auch noch nicht. Meines Erachtens. Aber die Frage ist, ob man da überhaupt rein kann, denn da ist die Treppe irgendwie zerstört. Wir standen aber schon mal dann irgendwo da oben, glaube ich, auf der anderen Seite. Da sind wir hingekommen. Naja, wir erkunden das einfach mal ein bisschen. So, kommen wir hier irgendwie durch? Achso, ich sollte überhaupt die Fackel, glaube ich, ausmachen. Ja, shit. Genau deshalb. Um hier heil durchzukommen. So, es sieht so aus, als ob wir da
nicht hochklettern können, würde ich mal sagen. Ah. Doch, geht doch. Ja, hervorragend. Also könnte man da greift da aufhören. Das ist ja super unangenehm. So, und jetzt wäre es interessant, ob wir hier schon gewesen sind. Können wir das mal anzünden? Ja, ich würde jetzt mal gerne... Ah, das ist man nicht so präzise einfach jetzt mal anzünden kann, sondern nur in einem bestimmten Pixel das geht. Ist auch nervig. Na egal. So. Kann es sein, dass wir hier rausgekommen sind? Ich gehe nochmal schwimmen. Ja, ich erinnere mich, dass es so einen Punkt gab. Ah, schaut mal. Da ist eine Kiste, die haben wir schon geplündert. Ja, wir sind hier irgendwie schon lang geschwommen. Okay, alles klar. Ich erinnere mich, dass wir so eine Stelle hatten, wo es so zwei Wege gab. Ah, warte mal. Und dann sind wir aber, glaube ich, hier rechts gegangen. Genau, und sind woanders rausgekommen. Jetzt habe ich es wieder. Okay, alles klar. Der Teil wäre also erkundet. Gut. Dann springen wir hier zurück. Laufen wir unten nochmal lang. Ob hier noch was Interessantes ist. Fackel. Da hinten ist plötzlich ein Lichtschein zu sehen. Ich würde gerne diese Dinge entzünden. Vielleicht mache ich das einfach mit. Ja, ist doch die viel bessere Variante. So. Alles klar. Ist hier noch irgendwas? Oh ja, tatsächlich. Schaut mal. Einmal Quecksilberlösung. Hat sich doch fast schon gelohnt. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt schon auf der anderen Seite. Das heißt, dieser Gang ist jetzt der einzige, der uns eigentlich noch fehlt. Alles andere müssten wir wirklich untersucht haben. Da sind wir ja mit Kira lang gegangen, beziehungsweise da haben wir sie gefunden. Da war diese Rattenaktion. Schauen wir mal. So, hier geht es nochmal hoch. Und da haben wir auch nochmal eine Truhe. Sehr schön. Naja. So, und wo kommen wir jetzt hier hin? Da ist auch noch eine Truhe. Gehärtetes Leder. Und was ist das? Erstmal nichts weiter Auffälliges. Okay. Ah, warte mal. Und hier ist der Raum mit den Ratten. Alles klar. Da wären wir auch von der anderen Seite dorthin gekommen. Ich verstehe. Und da hinten ging es dann weiter. Gut. Ja, damit hat sich das mehr oder minder erledigt. Damit haben wir das in der Gänze jetzt erkundet. Ist trotzdem nochmal ein gutes Gefühl, dass wir alles gesehen haben. So, jetzt natürlich die große Frage. Kommen wir jetzt von hier an dem Greifen vorbei? Ich habe ja interpretiert, dass ab jetzt unser Pferd auch da ist. Im Zweifel können wir vielleicht auch mit Macht da vorbeireiten, mit Tempo. Kommt, lass uns hier nochmal ein bisschen. Nochmal ein
ein bisschen anzünden. Okay, wir sind wieder draußen. Wir hören im Moment den Greifen nicht. Außerdem haben wir mitbekommen, der Bär wartet auf uns. Oh nein. Oh nein. Ernsthaft, Bär? Du willst es jetzt wissen? Ein 12er Bär. Okay. Kommen wir klar mit dem? Ja, nicht ohne Schwert. Na komm schon. Schutz habe ich auch noch. Kannst du mal schlagen? Oh, ich hab mal wieder das Fackelproblemchen. Das ist aber jetzt meine Schuld gewesen. Jawohl. Oh Gott, der macht ja. Das ist ja nix. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen zu schwach, ne? Ja. Ja. Ich würde ihn gerne mal ein bisschen anzünden. Vielleicht nehmen wir mal Donner, um das schneller machen zu können. Wir haben auch, glaube ich, kein Bestienöl oder irgendwie sowas. Ich finde, er brennt nicht besonders gut. Das ist schade. So. Ja, schönen kritischen Treffer. Komm, gib mir noch ein bisschen Feuer. Jetzt brennt er hervorragend. So. Jawohl. Das hat gut getan. Okay, das war zu kurz. Ja. Ah, daneben. Okay. Wir haben ihn gelegt. Nun gut. Die Beute ist jetzt nicht so großartig, aber immerhin. Hat er möglicherweise irgendwas bewacht? Er war, glaube ich, dahinter, nicht wahr? Ich habe irgendwas gespürt gerade. War das jetzt hier nur ein Kraut? Also wenn ich sage gespürt, dann ist es immer der Controller, der vibriert. Aber es sieht so aus, als hätte er nichts bewacht. Schaut mal, guckt auch irgendwas aus dem Wasser raus. Ist ja auch interessant. Ja, aber sag ich mal so, die richtige Erkundung, die können wir dann wohl erst machen, wenn wir stärker sind. Weil das ist, finde ich, sehr schwierig hier wirklich an jeder Kleinigkeit immer fast zu sterben, wenn man so dabei ist und sich ein bisschen die Gegend anzugucken. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wen haben wir denn da? Okay. Räuber. Ja, auf euch bin ich jetzt nur gestoßen, weil ich dem Greif ausweichen wollte. Aber mit euch... Zielt auf seine Augen! Mit euch zieht mir die Haut ab! Werde ich hoffentlich klarkommen, oder? Kommt jetzt noch der Greif hier runter? Das wäre jetzt noch ein Ding, ne? Ich dachte, der andere wäre verbrannt. Lass ihn nicht zu Atem kommen! Bring hier es zu Ende. Lebt er noch? Der lebt doch. Tatsächlich. Okay. Es waren auch keine Banditen, sondern nur Deserteure, aber... Nein! Alter, ich hab Angst. Gut, dann... Hier, was hatten die ja? Er hat sich da oben niedergelassen. Ey, der Weg ist wirklich nicht gut. So, hier... Was? Hier ist ein Schlüssel nötig. Warte mal, das waren aber nur zwei Typen. Die habe ich doch alle jetzt geplündert, oder? Habe ich hier noch was übersehen?
Das ist ärgerlich. Also hier war der eine. Ich glaube, ich habe beide geplündert. Mach mich nicht schwach da oben. Gut, wir müssen diesen Ort mal markieren. Also hier, also ich gehe jetzt gleich mal ein bisschen runter. War eigentlich nicht mein Plan, aber machen wir. Hier ist ein Schatz, den wir noch nicht richtig bergen konnte. Schauen mal, vielleicht. Ah, schaut mal, da warten doch noch Freunde von denen. Ja, alles klar. Schade, dass man sich nicht anschleichen kann. Das würde ich echt gut finden. Hat's weh getan? Das ist ja gut. Nicht nachlassen. Keine Angst. Oh, das sind ja ganz schön viele, sehe ich jetzt gerade. Auch mal wieder ein Fernkämpfer dabei. Ja. Nein! Nein! Ha! Verdammt, ich war nicht geschützt. Das war mein Fehler. Na gut. Okay, dann ist das jetzt ein schöner Punkt für eine Pause. Ich denke, die können wir uns... die schaffen wir. Auch wenn sie Level 9 sind, das sollte machbar sein. Da habe ich mich einfach nicht gut angestellt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir mit diesen Deserteuren kämpfen und vielleicht den Schlüssel für den Schatz erhalten. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.